Heute ist der 14. Oktober, also Mitte Oktober kann man sagen. Ja, ein bisschen bewölkt, auch nicht so besonders warm. Aber heute, denke ich, fange ich mal an, den Knoblauch in das hintere Beet zu setzen. Und dazu muss ich das Beet erst einmal vom Mulch befreien. Schon ein bisschen. Und schon geht's los mit dem Französischen. Da mache ich nur eine Reihe. Ich gut bemessen, genau zwei sind übrig geblieben. Aber schaut euch mal, wie der Dreck liegt. Das ist also nicht die idealste Zeit. So, als nächstes kommt der Elefantenknoblauch. Den mache ich jetzt versetzt zu den anderen. Mit neuer Taktik.
hier kann man gut erkennen, da ist ein Loch und dazwischen in der Mitte ist das nächste. Hier nach unten genauso. Also immer zwei und dort in die Mitte etwa ein. Das hat nicht immer ganz geklappt, aber hier sieht man es nochmal schön. Hier sind zwei, hier ist einer, hier ist einer. Hier sind wieder zwei, in der Mitte etwa. Es gibt also immer so Rauten. Und dann passt das. So, das Beet ist voll. Es gibt eine Menge Knoblauch. Das mache ich noch ein bisschen zu. Ja, den Mulch, das ist natürlich ein Witz. Schon klar. Aber ich habe es gedacht, ich decke es mal ein bisschen ab, dass es nicht gleich wieder freispült, wenn es zu regnen beginnt. Nämlich danach sieht es aus. Jetzt bin ich froh, dass das alles im Boden ist. Und alles gut gelaufen ist. Zwei Zehen habe ich übrig, mehr nicht. Das ist schon mal super. Gut. Ich glaube, mehr kann ich heute gar nicht mehr draußen machen. Jetzt fängt es an zu tröpfeln. Ich hoffe, ich kann diese Woche noch eine Wanderung machen. Mal schauen.